Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Sekac mit viel Platz, aufgepasst, Sekac, ja, wie viel Platz wollen die Davoser Sekac da lassen? Sehr optimistisch hier verteidigt vom HCD. Sind es Saisontor, Sie sehen es eingeblendet und eines, das die Davoser so nie hätten zulassen dürfen. Da weiß dann Rasmussen auch nicht mehr. Er ist letzter Mann. Rasmussen ist letzter Mann und muss gegen Fuchs und Sekac verteidigen. Das kann nicht gut gehen. Deshalb diese Führung für Lausanne. Nygren an der blauen Linie sucht die Lücke. Das ist Simic. Ablenker, Tor. Stranski ist der Torschütze, aber der hat keine Ahnung, dass er das Tor erzielt hat. Schauen Sie sich das an. Der Schuss von Simic. Der wird hier einen Assist gut geschrieben bekommen. Ah nein, es war der Schlittschuh von Glauser. Habe ich mich täuschen lassen? Ja, oder doch nicht? Also kriege ich auch andere Informationen noch aufs Ohr und auf meinem kleinen Bild. Vor dem Tor Prassel, das ist Rasmussen und Nachschusstor. Raphael Prassel krönt sein Comeback mit dem Führungstor für den HCD. Ja, und was ist denn mit diesen Special Teams los? Siebter Saisontreffer. Und das war jetzt ein typisches Powerplay-Tor. Sehr schön gespielt vom HCD. Brome mit dem öffnenden Zuspiel über die Mittelachse. Dann der Abschluss von Rasmussen pariert vom Bolzhaus ab. In der Mitte ist einer hellwach. Und das ist Prassel. Natürlich etwas glücklich, dass die Scheibe da auf seinen Stock springt. Marti kann da nichts mehr machen. Konterchance. Ja, nein, das gibt's nicht. Was für ein Tor. Das ging blitzschnell. Und 9 Sekunden vor Ende dieses ersten Drittels schenken die Davoser das zweite Tor her. Anders kann ich es leider nicht formulieren. Also wenn man dieses Tor in der Entstehung sieht, da werden sich die Heimherren ärgern. Hier Fuchs mit dem schönen Zuspiel auf Ria. Ja, und so schnell, wenn sie auf der Forecheck verteidigen müssen. Jetzt vielleicht Korvi. Korvi, Tor! Okay, das gibt einen Schönheitspreis für die Annahme und Verarbeitung bei Enzo Korvi. Es muss einer der Leader sein, der hier aufsteht und was reißt. Und dieser Pass von Nygren, allererste Sahne. Alles, was im ersten Abschnitt nicht geklappt hat, wurde in diesem einen Spielzug hier kompensiert. Schauen, was jetzt das Powerplay von Lausanne hier zeigt. Oh, kaum sage ich's, liegt die Scheibe schon im Tor. Doppeltorschütze Jiří Sekac. Oh, das hat genau 6 Sekunden gedauert und dann steht es 3:3. 92, 78. Gernat und Cenazzi bekommen die Assists. Gut geschrieben. Ja, und da haben die Lausanne so schnell wie möglich den Abschluss gesucht. Und dann trifft Sekac allerdings auch sehr präzise. So, Lausanne mit dem Abschluss von Frick. Und auch dieser Abschluss findet den Weg ins Tor. Der Captain bringt Lausanne erstmals in Führung. Doppelschlag für die Gäste. 38. Dritter Saisontreffer. Top Scorer. Für Frick.
Krüger und Bertschi mit dem Assist. Aber jetzt haben die Davoser hier diese schöne Führung innerhalb von etwas mehr als einer Minute verspielt.